In diesem Video. Gut, dann muss man erstmal gucken, was der kann. Oh Gott. Mhm. Dann machen wir es so. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Aber ich hoffe. Moin Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück in Vanaboris, wo wir jetzt gerade noch versuchen, werden alle Kontrollsocke zu bekommen. Und wir sind eigentlich relativ gut dabei, würde ich schätzen. Denn wir haben hier schon den zweiten Kontrollsockel vor uns. Nur der ist mit allem beschandet oder befleckt, was hier nur geht. Und ich weiß tatsächlich nie, bis wohin geht. Zeug geht. Ich schau mal unten nach. Okay, da geht noch eine Etage nach oben. Was? Warum geht es hier noch eine Etage nach oben? Und warum ist hier ein weiterer Elektroball? Oh. Aha, wir können uns nochmal eine Truhe abklauen. Sehr gut. Das hätte ich vorher ja nie gesehen. Wer denn da oben gefahren? Mit einem kleinen Topaz. Das ist doch nett. Aber trotzdem sehe ich kein Auge, was man zerstören kann. Ach, scheiße. Oh nein, 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 nein. Wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott. Kann ich hier irgendwo wieder runter? Scheiße, ich bin runtergefallen, ich Trottel. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich bin ja erstmal gefangen hier unten. Aber so falsch sieht das Uni aus. Trotzdem wollte ich ja eigentlich nach oben weiter. Gibt es hier irgendwo nur Wege? Okay, beide Wege haben sich eröffnet. Dann haben wir den Mittelgang so gesehen, oh frei. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht war es doch ganz gut. Aber das heißt, wenn wir unten zwei solche Sockel haben, brauchen wir bestimmt die Elektrokugel, die dann dort runter muss. Safe. Ich könnte mir nichts anderes gerade vorstellen. Das heißt, rein theoretisch müssen wir die Kugel nehmen und die auf der anderen Seite. Aber ich will gerne den Sockel da, wie gesagt, tätigen. Aha. Ich hab's gesehen. Da unten ist er. Jetzt können wir auch den Sockel endlich mal betätigen. Und haben den zweiten von drei. Nee, von vier. Von fünf? Drei Kontrollsiegel fehlen. Von fünf. Bitte halte durch. Das kriegen wir hin. Wir sind ja eigentlich relativ gut dabei. Ich guck gerade, ob hier irgendwas auf dem Kopf nur ist. Aber sieht nicht tatsächlich an der Stelle so aus. So, und ich will jetzt einmal nach unten. Ich will gerne wissen, was geht unten ab. Okay, ist wieder ganz viel Mist. Und wahrscheinlich wieder ein kürzerer Weg. Oh, was ist denn das da oben? Seht ihr das? Das sieht sehr interessant aus. Gut, aber wie gesagt, ich glaube, hier brauchen wir tatsächlich jetzt endlich die Sockel dafür. Dann müssen wir gleich mal die Sockel holen, damit wir weiterkommen. Hier unten geht es ja auch weiter. Nee. Nee, jetzt bin ich ehrlich, wir machen eins nach dem anderen, weil sonst sehe ich hier bald nie mehr durch. Sockel, let's go. Komm mal runter hier. Wenn ich wüsste, wo ich die Bienen abgelagert habe. Den einen, glaube ich, war hier oben, ne? Obere Etage. Aber den anderen? Scheimkleister. Oh Gott. Habe ich den Jans oben gelassen, zufälligerweise? Aber was bringt der mir Jans oben? Ja, tatsächlich. Ich habe den Jans oben gelassen. Ja, Bombe. Da, wo ich ihn am wenigsten brauche. Aber das heißt... Oh, ich kann es mir eigentlich einfach machen, ne? Durch die Luke die zwei Kugeln fallen lassen und dann holen wir uns den Sockel. Weil da, wo ich ja runtergefallen bin, ist ja obviously der Weg. Da könnten wir eigentlich die Bienenkugeln einmal nach unten befördern. So,
So, jetzt muss der nur wieder weg, weil sonst können wir das nicht machen. Ja, ist fast passt. Oh mein Gott. Warte mal, den muss ich, glaube ich, ziehen, weil sonst, wenn ich jetzt einen Stromschlag kriege, wird's schlecht. Uah. Ein Glück bin ich noch nie ganz runtergefallen. So, Nummer 1 geht schon mal Bahn. Ich sagte, Nummer 1 geht schon mal Bahn. Nummer 2 kommt gleich mit. Und dann komm ich, let's go! Gut, ist doch ein einfacher Weg, als wenn wir jetzt ständig umherum laufen. Und ja, tatsächlich ist es der Fall, dass wir die Bienen für die Sockel brauchen. Okay, dann haben wir das wenigstens erledigt. Und können uns den nächsten Kontrollpunkt holen. Ist ja schon mal der dritte. Fehlen uns nur noch zwei weitere. Jetzt hast du nur noch zwei Kontrollsiegel vor dir. Behalte einen kühlen Kopf. Ach du, das geht tatsächlich gerade ganz fit. Und für den dritten müssen wir ja auf der Ehenseite raus. Jetzt muss ich nur gucken, welche Seite das war. Ich glaube hier, ne? Okay, also wir können die Dinger auf jeden Fall bewegen. Das ist schon mal etwas. Ansonsten gibt es hier beim Kopf irgendwas. Nicht, dass wir irgendeine Truhe oder sowas vergessen, ne? Oh Gott. Aber hier ist tatsächlich auch ein langer Weg. Halt, stopp, stopp, stopp. Nee. Okay, schade. Hätte ja sein können, wie gesagt, da hätte ja alles sein können. Müssen wir mal gucken, wie bewegen wir das jetzt am besten von dem. Geschweige, was bringt uns das Bewegen? Ach so! Okay, wir haben jetzt nochmal... Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf beiden Seiten den Pinöbel nach oben kriegen. Okay, okay, okay. So, den haben wir. Und wie kriegen wir den auf die andere Seite? Muss ich dafür die andere Seite drehen? Safe, oder? Aha. So, wie weit muss ich denn drehen? Sag mal an. Einmal 100 Grad, 180 Grad. 360 meine ich. Oh, sogar mehr. Okay. Ziemlich interessant. Ah, weil vorne der am Kopf der nächste Sockel ist. Deswegen. Oh, das habe ich gar nicht realisiert, dass das am Kopf war. Ja, moin. Würde ich sagen, haben wir schon mal den nächsten Kontrollpunkt. Das geht relativ zackig. Nur noch ein Kontrollsiegel. Es fehlt nicht mehr viel. Ja, tatsächlich. Aber den Ehen, den müssen wir erstmal auch kriegen, ne? Aber wirklich ziemlich interessant, dass das so einfach funktioniert. Jetzt muss ich mal gucken von oben nach unten. Ach, guck mal, da sind wir letztens reingekommen. So, hier unten geht es nicht für uns weiter. Ich lass den Kopf einfach oben, ne? Der wird ja uns jetzt nie weiter stören. Denke ich mal. Ah, und deswegen dreht sich auch hier die ganze Wand. Weil sich jetzt der Innenraum wahrscheinlich komplett wieder dreht. Auf dauerhaft. Was aber nicht schlecht ist, weil ich glaube, wir müssen beide Seiten zum Drehen bringen, damit die... oder? Ich dachte mir zumindest, dass das ganz nützlich wäre. Ich muss gerade mal tatsächlich gucken, welcher Sockel fehlt uns denn eigentlich noch? Irgendeiner, der hier ist. Wait. Warte mal, hier unten geht's ja raus, ne?
Nee, jetzt bin ich ein bisschen boff. Welcher Sockel fehlt uns? Der muss ja hier sein. Seh ich den? Hier unten irgendwo? Ich hab das Gefühl, der ist hier nicht. Lass mal oben ruf gucken. Ich finde tatsächlich den Sockel nicht, Leute. Was? Warte mal, ist der vielleicht... Nee, der ist nicht hier oben drauf, denn wer hat der angezeigt? Ich habe nur eine Vermutung, dass wir von oben mal gucken müssen. Das heißt, wir müssten auf dem Teil hier... Leute, die Mitte ist offen. Oh, wait. Oh Gott. Hoch, 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 hoch. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Ah, scheiße, verdammt. Nein, ich hätte da nämlich hochkommen müssen. Ja gut, Freunde, da muss ich jetzt ein Weilchen warten, bis das Ding sich wieder dreht. Ha, 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 ich hab's geschafft. So, jetzt bin ich in diesem Sockelding hier drin. Oder Sockelding ist auch gut. In diesem komischen Schredderer. Zumindest sieht der für mich so aus. Aber was bringt das mir? Hä? Warum kann man denn hier rein? Wenn da unten der Abgrund ist. Ich glaube, ich habe eine Idee. Oh nein, und wir müssen die Dinger wahrscheinlich umdrehen, ne? Also, dass der Hals wieder normal ist. Hä? Es ist ja komisch. Ja, dann ist ja die Frage, wie kommen wir denn jetzt wieder oben rein? Eigentlich nur durch die Schächte, ne? Ja, geil. Erstmal warten, bis wir wieder oben sind, ne? Läuft. So, jetzt habe ich das ganze Schose nochmal gedreht und jetzt sehe ich auch warum. Es geht hier tatsächlich um eine einzige fucking Truhe. What the fuck? Ich glaube, in dem Laser sollten wir nicht rein. Aua, aua, aua. Uiuiuiuiui. Das alles für ein Ritterschild, dein Ernst? Aber wir machen es trotzdem, weil die Truhe wert ist. Okay, dann können wir eigentlich jetzt ganz entspannt zurück, ne? Wir warten mal kurz, bis der Laser wieder weg ist. Dann können wir gerne wieder zurückrennen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt durch einen Schlag gehittet werden. Aber gut zu wissen, das war also alles eigentlich für eine reine Truhe. Die hätte ich mir auch schon vorher holen können, aber wusste ich nicht. Habe ich ja natürlich nie gesehen. Wie auch. Dann würde ich das jetzt alles wieder umstellen, damit wir weitermachen können. Weil ich glaube, der Hals muss oben sein. Für, oder? Muss der oben sein? Ich überleg gerade selber. Brauchen wir den Hals? Ich heb ihn lieber an den Hals. Ich glaube, den brauchen wir. So, Leute. Ich habe nochmal ein bisschen einen Ausweg gesucht. Geschweige denn Ausweg. Eine andere Sichtweise, damit wir immerhin jetzt diesen antiken Zahnrad noch mitbekommen. Ja, das haben wir jetzt uns auch geholt. Jetzt müssen wir nur noch mal da rein. Nur wie? Ich glaube, hier hinten war irgendwo noch ein Eingang. Ja, tatsächlich. Hier unten beim Fuß. Dann haben wir jetzt alle Truhen mitgenommen, weil das war die einzige Truhe, die ich jetzt noch mitnehmen wollte unbedingt. Dann können wir eigentlich jetzt zum letzten Sockel und ich weiß so tatsächlich, wo der ist und ich glaube, das müssten wir hinkriegen. Jetzt habe ich nur natürlich den Schwanz verändert. Jetzt bin ich am überlegen, ob das überhaupt gut war. Aber ich glaube, den brauchen wir eigentlich ja nicht.
Wir warten jetzt ab. Wir werden jetzt eine Runde hochdrehen und dann müssen wir mal gucken, wie wir am besten dort jetzt in den letzten Sockel kommen. Weil ich hab den gesehen. Der ist, wenn wir jetzt hier nach oben drehen, ganz oben bei der zweiten Position, da wo das Runde ist. Cool, ne? Dementsprechend das Einzige, was mir halt einfällt, wäre von hier ganz oben rüber zu springen, zu gleiten. In der Hoffnung, dass Link auch gleitet an der Stelle. Ja, und dann die Pferde zu machen, den Sockel. Wenn ich mir die Höhe vorstelle, das ist ja absoluter Much, die Höhe. Mhm, genau deswegen. Okay, dann müssen wir es anders regeln. Dann lasst mir schauen, wie mach ich denn das am besten. Weil egal wie ich drehe, er dreht sich immer so runter. Das heißt, ich komme da eigentlich an ihr ran. Oder zumindest wüsste ich auch nicht wie. Weil von dort nach dort drüben wird schwer. Naja, weil hier gibt es nichts, wo ich mir festhalten kann, tatsächlich. Könnt eins das alleine, was ich noch probieren könnte, wäre. Nee. Unmachbar. Unmachbar. Lol, hä? Wir haben alle Sockel, Leute. Toll gemacht. Alle Kontrollsiegel sind aktiviert. Danke. Fahr jetzt noch die Steuerungseinheit wieder hoch. Ja, das sollten wir ja wohl hinkriegen, wa? Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du jetzt hin. Ja, das ist kein Ding. Das kriegen wir. Das hoffen wir, kriegen wir hin. Ne? Ja. Aber das heißt, eigentlich müssen wir alles jetzt nochmal umdrehen. Machen wir auch. Alle drehen wir um 2 Grad um, dann haben wir den Kontrollsockel nämlich an der richtigen Position. Leute, dann ran an die Wurst. Ich bin eigentlich absolut nicht voll geheilt und wahrscheinlich auch gleich tot, wenn ich angegriffen werde. Ich fresse mir mal kurz ein bisschen was hoch. Ich muss unbedingt kochen. Erinnert mich bitte irgendwann mal daran, dass ich was kochen muss. So, vorsichtshalber speichern, ne? Man möchte alles auf Sicherheit machen. Leute, ich würde sagen, wir sind vorbereitet. Wir können reingehen in den Fluch. Geschweige in den, ich denke mal, das wird ein Fluch sein. Müssen wir mal schauen, ob wir den klatschen können. Bin auf jeden Fall gespannt, was der kann und was der für Fähigkeiten dann besitzt. Also irgendwas mit Elektro-Wesig, okay, das ist klar. Aber wie stark wird er sein? Ist der unfair stark oder ist er stark? Diese Vergleiche sind super, oder? So, da haben wir ihn. Ganons Donnerfluch. Okay. Und da denkst du, dass ich es jetzt schaffen soll, ja? Aber das hier ist nicht das Ende deiner Geschichte. Das spüre ich. Gut, dann muss man erstmal gucken, was der kann. Oh Gott. Mhm. Dann machen wir es so. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Aber ich hoffe. What the fuck? Okay. So, jetzt haben wir ausgewichen. Und jetzt können wir auch reinkloppen. Das Problem ist, der macht ordentlich Damage.
Oh mein Gott. Und ich denke mal, das wird jetzt nicht weniger werden. Was macht er? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist der? Hier ist er. Okay. What the fuck ist das? Kann man die... Oh mein Gott. Okay, man kann ihn damit treffen. Das ist doch schon mal gut. Hallo, anvisieren. Link. Alter, was zum Fick? Ja, sagtet mal. So, weg mit dir, Junge. Alter. Holy shit, also das war doch ein echt heftiger Kampf. Ey, vor allem, der hat denn auf einmal mehrere Moves gemacht. Finde ich eine Frechheit. Ich hätte bei dem letzten Move wahrscheinlich zur Seite ausweichen müssen, aber gut. Hat nicht geklappt. Bin trotzdem zufrieden, dass wir ihn geschlagen haben. Das hat mir schon gereicht. Und damit haben wir Naboros gezwungen. Ist doch geil. Haben wir einfach geschafft und da kriegen wir sogar noch unser 14. Herzteil. Aber Freunde, wie dann weitergeht, werden wir bei der nächsten Folge sehen. Bleibt also gerne wieder dran, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen und bis dann und ciao.